Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part im Together IP. Warum ich so schmunzeln muss, warum ich ja, lachen muss, ist hier Persönlichkeitsmerkmal wächst. Ich glaube, das könnte Rex vielleicht besser vorlesen. Der natürlich wie immer mit am Start ist. Was geht, Leute? Was geht? Was geht? Persönlichkeitsmerkmalwechsel. Andreas war in letzter Zeit sehr ruhig und fröhlich. Hat er gelernt, sein hitzköpfiges Temperament zu zügeln? Veränderungen annehmen? Nein. Ich bin und bleibe ein Hitzkopf. Shit, ey. Andreas hat Ich. ein. Achso, das kannst du mal nicht vorlesen. Das ist dein Char. Andreas hat einen Selbstfindungsmoment zur Persönlichkeit. Merkmalen abgelehnt. Er hatte nicht das Gefühl, als wäre dies momentan der richtige Weg für ihn. Das ist in Ordnung und vielleicht wird er in Zukunft eine andere Lebensweise entdecken. Junge Erwachsene, Erwachsene und Senioren-Sims können bis zu drei Selbstfindungsmomente zur Entwicklung von Persönlichkeitsmerkmalen erhält oder dass ein vorhandenes Persönlichkeitsmerkmal in das genaue Gegenteil umgewandelt wird. Das war gut vorgelesen. Also Ja, Bruder, nicht. ich bin immer zwischendurch mal in der Zeile verrutscht. Ja, alles gut. Ja, du bist ja auch kein Oh. Professor oder so. Ne? Das Roboter sieht nicht schlecht aus. Aber ist auch kein Wunder. Yumiko. Sasaki. Miko Sasaki. So, ja, Also ich habe so. gehört, meiner stellt sich der vor. Ja, kann meiner gleich machen. Meiner, nicht deiner. Mein. Ja, warte kurz. Warte kurz, warte kurz. Warte kurz, warte kurz. Freundlich vorstellen, ja. So, ja, haben wir es. Okay. Danke dir, Bruder. Guter Call von. Das ist ein echt guter Call von dem NPC da hinten, den man hier sieht, im Background, wo er hingehört. Meiner sollte sich dem vorstellen. Habe ich doch auch in die Liste. Aber warte, wir machen das mal kurz hier. So. Oh, ich werde jetzt auch hier also abgebrochen. Stell dich mal kurz freundlich hier vor. Außerdem habe ich die zuerst gesehen, du Horn. Ja, also als Hund kannst du mich gerne bezeichnen. Hunde sind tolle Tiere, das ist ein Kompliment. So, die sind cool. Ah, ist egal, brauchst du jetzt nicht mehr. Doch, 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 doch. You wish I do. Na Nee, gut, ist ich hab. schon okay. Kannst du abbrechen bei mir? Echt? Ja, kannst du abbrechen. Ja, ich wollte die doch nur für dich kennenlernen. Ich bin näher dran, Bruder. Ich Ja, bin wenn du näher sie dran. erkennst, kannst du sie ja immer noch bestellen. Ja, stimmt. So. Stimmt. Dann. Hey, warte! Warte, warte, warte. Okay, oder geht sie nach oben? Sascha, hör auf! Du sollst doch kurz Hallo sagen für Andi. Das war. Wenn näher dran bist, so. Sonst sollst du eigentlich mit Jupen ein paar plaudern. Das ist wichtiger als Yumiko Sasaki, auch wenn die natürlich ein gutes Oberteil hat, also. So. Warte mal, ich könnte die jetzt auch mit hochnehmen. Das kann dein Chai ja gerne testen, wenn du da nichts gegen hast. So. Warte mal, was? Ja, wobei, mach das mal, Chai, ist in Ordnung. Dann, genau, Techtelmechtel, nicht verklicken. Das reicht schon, dass das im Privaten passiert und in der Normani Change, nicht in der Baby Change, das ist ja wünschenswert, dass ich mich verklicke. Also, Will wenn ich gleich mich da. reinhauen. Ha? Die will, glaube ich, reinhauen. Ja, das heißt, du redest dann doch mit der Yumiko? Kumiko? Kumiko? Nö. Okay. Mit der hier reden? Mit Mizuki? Nö. Ikeda? Dann soll er hochgehen und Okay. Schämpfe einfach Penny anrufen. Penny anrufen. Wenn die Okay. da ist, wenn nicht, dann soll er weiterhin Schelmfähigkeit machen. Gut. Flatilos willst du nicht dazu bestellen, oder?
Nö. Ja, es geht Der nicht. kriegt höchstens die Quittung. Also, okay. Ja gut, dann soll er Film machen. Oder programmieren, je nachdem. Also kein Übernachtungsbesuch, okay. Also. Obwohl, wie weit ist Programmieren? Programmieren. Ja, du könntest auch Schach spielen gehen, dann könntest du das hier noch höher Auf 5. erhöhen. Schelm auf Okay, 5. dann mach Schelm auf 5 und dann kann er wieder programmieren. Also dann Schach spielen und dann programmieren wegen Konzentration, oder? Ja. Okay. So. Tja, du mit dem falschen Waluigi-Schnäuzer, du musst mal hier. Ja, mit Yumiko kannst du ja vielleicht irgendwann nochmal plaudern, wenn sie für Andy herbestellt oder so. Genau. Los, Boys! Dangerous Alliance, Boys! Ihr seid mit am Start. Ja, das darf natürlich nicht. Oh. Oh, Andy wird angerufen. Von Penny. Soll ich machen, oder? Ja, kannst ruhig machen. Das Willst du Problem. mit, willst du nicht mit? Kann man machen? Kann man machen? Ich nehme Juniper mit. Vielleicht ist ihr Mann ja auch da. Und sieht Aber einfach das aus wie Beste Schach. ist, ich habe gerade noch gesagt, der soll Penny anrufen. Das ging aber nicht, jetzt ruft sie mich an. Also, ich will nicht sagen, dass irgendwas mit ihr besonders ist, aber irgendwie. Vielleicht kann sie hell sehen, vielleicht kann sie auch Geister-Moves, Houdini-Moves. Wer weiß, sie ist anscheinend eine ganz besondere. Oder so. Naja. Also, sie ist vielleicht ein besonderer Background-Character, so wie Andy. Ja. Ihr dürft dann in Anscheinend. meinem, also wenn mein Char ein Musiker wäre, dann wäre meiner Mike und Andy und die Penny sind dann so im Background. Juniper wird ein bisschen im Grund gerückt wegen ja, meinem genialen Plan, den ich vorhab. Ansonsten wäre sie natürlich auch im Background, wenn sie überhaupt im Background wäre. Sorry, but no sorry. Ah, shit, dass das jetzt ist, so mit dem Ganzen und so, weil mit Candy lief ganz gut und so und ja, muss ich mich um Dings kümmern hier. Komm mal bitte her und bring die mit. So. Komm mit. Nimm die mit. Macht hier ein Double Date oder was auch Dann immer. kannst du Dings mein mal eben die Kleidung wechseln lassen. Stimmt. Das ist eine gute Idee. Hey, Flattilaus, hey! Aber von dir ist sehr positiv eingestellt. Naja, das würde ich nicht als positiv. Neutral. So. Da gibt es nichts. Hey, meine hat die Winterkleidung nicht an. Yes! So müssen wir das also machen, dass einer von uns nur angeschrieben wird. Aber dass die auch immer ihre Winterkleidung haben wollen, irgendwie habe ich den Eindruck, wir müssen bald in Skiurlaub. Ja, was soll ich ihm geben? Ja, Standardkleidung halt. Achso, okay. Die OGs sind die. OGs, Und dann kann er OGs. sich halt ganz normal um Penny kümmern. Ah, meiner macht direkt, was er soll, so muss das. So. Ah, siehst du auch den Romantikbalken, ne? Den ich da gemacht habe. So. Das war nicht hier. Hier. Stimmt. So, Tagfragen. Und ist hier irgendwo der Mann von Juniper? Nee. Ah, du kennst den Mann auch nicht von ihr, oder? Von Juniper, glaube ich. Shit. Was kann man denn herbeirufen? Kann man den echt gut herbeirufen? Ach, hast du sie eigentlich schon gefragt, ob sie Single ist? Nee, oder? Weiß ich nicht. Ja gut, dann machen wir das einfach mal. Ich war mir, wollte das schon ausgewählt haben, aber ich war mir nicht sicher, ob das gefragt worden war oder nicht. Mal schauen, machen wir einfach jetzt. Interessenreden dann noch, dann über Witze über Ingenieure erzählen. Nee, natürlich nicht.
Ach so, anbrüllen willst du sie, das habe ich vergessen, verdammt. Das kann ich ja Ich nicht, kenne die das. doch schon. Ach so, also nicht kennenlernen. Okay. Das hab ich doch schon. Ja gut, aber wollen nicht. Das war dein Befehl. So, ich mach das ja immer auf andere Art. Auf die EA-Realismus Art und Weise. Wie das eigentlich kein Hitzkopf mehr ist. Naja. Oh man, diese Wakes. Juniper, hey! Hi! Ah, gibt's hier irgendwas zum Knicknagi? Oh, Ja, im Busch. Busch. Yes! Das ist doch, wo man Party macht. Hast du eigentlich schon den Sumpf da hinten gesehen? Aber ich muss sagen, was mir hier gut gefällt, ist, dass so abgeschieden ist. So. Ich meine, das passt einfach perfekt zu meinem Char. So. Also ob in der Okay, Everyone Change in Hitman oder hier in Sims. Wobei man gar nicht weiß, wo mehr Leute drauf gehen, wenn ich Sims spiele oder wenn ich Hitman spiele. Shit. Ach ja, hier. Hier ist der Sumpf. Ja, wobei, eigentlich kann meiner da reintauchen, so richtig schön dreckig, genauso wie mein Char. Das passt doch dann so gut. Wie ich in Way of Mine. So, gut, gehen wir nicht darauf ein, gehen wir hier Techtelmechtel im Busch, dass das schön alles funktioniert, machen wir direkt 50.000 Mal, so wie immer, und dann passt das. Okay, gut. Dann schauen wir mal, wie es hier läuft. Oh, sehr gut läuft das hier. Sehr gut, sehr gut. Ach, schade, dass das. Wobei, wobei, wobei. Kriegen wir das hier gut hin für Thumbnail, Leute? Thumbnail? Was sagt ihr? Kriegen wir das gut hin? Ja, wobei. Ne, vielleicht ein anderer Winkel. Ne, nicht ganz. Nicht hundertprozentiges Thumbnail, schade. Wobei vielleicht jetzt so. Na, good enough oder so. Vielleicht. Mal schauen. Wenigstens ein bisschen Mühe geben, Charles. Dass hier ein bisschen. Wobei. Wie fällt die mir mit Gestik? Dann hier auch. Nee. Na, vielleicht hätte ich doch ein bisschen näher zueinander stellen sollen. Die Leute. Aber egal. Hauptsache es geht in den Busch. Ach, hier ist der Busch. Ich hab den gar nicht gesehen. Na gut, dann. Das wäre auch lustig. Also eigentlich fehlt hier noch ein Busch, wenn man so drüber nachdenkt. Ah nein, ich habe sie auch nie bekommen. Let's go. Muss das. So muss das. Da bin ich gar nicht mehr am Reden. Das ist eine gute Sache. Denk bitte an den grünen Balken. Okay. Also grünen Balken erhöhen. Okay. Tiefgründig. Das habe ich gemacht. Anstacheln? Nee, Spaß. Nach Hobbys vor. Vielleicht. So, dann. Das hier vielleicht auch nochmal. Ah nee, das. Oder war es bei morgen? Ach, keine Ahnung. Was weiß ich. So. Falsche Selbstsicherheit, nee, kann man später einflößen. Ja, das hier noch machen. Ah, super, die Bedürfnisse sind auch super erfüllt hier. Stimmt, dein Chat hat recht. Dann das hier noch und dann.
Schauen wir mal, wie es so funktioniert. Bei meinem läuft es ja auch ganz gut. Ihr redet über. Keine Ahnung. Aber sie hat schon mal mit dir über Geld geredet im letzten Part. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Was geht jetzt ab? Haben wir es abgebrochen? Ah, cool. Wobei, das hier wäre vielleicht auch das beste Thumbnail ever. Ah, shit. Ah, shit. So. Aber wobei, vielleicht hätte ich auch draufhalten können, wo so ein Busch rein sind, aber ich weiß gar nicht, ob das nicht schnell genug hatten nehmen können. Grünen Balken achten. Warum ist deiner Ding ist unwohl? Das müssen wir auch gleich mal abchecken, was da los ist. Wieso meiner? Ja, hier. Hier ist unwohl. Ah, wegen kalt. Soll ich dem die Snowboard-Kleidung anziehen? Nein. Nicht. Aber kann nur recken, wenn es zu kalt wird. Nur, dass du da Bescheid weißt. Okay. Ja. Ja. Dann weitermachen. Ah, schade, dass das nicht direkt so den Part so angefangen haben. So. Dann hätte ich eine gute, wie sagt man, Einleitung gehabt, oder? Ja, Einleitung. Wenn ich mein Char sucht, der sie. Oder irgendwie sowas Lustiges, irgendwas einfallen lassen. Wobei ich mir was einfallen lassen, was lustig ist, das ist auch so eine Sache. Ah, gut, wenn wir nicht darüber reden, wie das eh hier nochmal ordentlich im Busch geht. Es ist so schön, mit jemandem zusammen zu sein, mit dem man sich stundenlang unterhalten kann. Ja, Sascha, du sollst nicht reden, du sollst im Busch rein. Soll ich machen? Nicht? Ja. Ach so, ja, okay. Alright, alright. Gut. Dann passt das, machen wir das so. Und nee, du sollst nicht nach Hause gehen. Nee, du gehst nach Hause. Hier rein. Kannst du auch zu Hause machen eigentlich, aber gut. Passt schon so. Jawohl. Wünsche nur, ich hätte pausiert gehabt, aber passt schon so. Ja, trotzdem denke ich mal, gut genug. Fotos teilen. Ach, hoffentlich. Hoffentlich keine falschen Fotos teilen. Wenn ich die Fotos von meinen Thumbnails. Die werden dann doch besser bei mir. So. So. Dann. So. Gut. Dieses Date wird immer besser. Ja. Kann man so sagen. Na, schade, dass das jetzt kommt und nicht, wo Juniper Miner noch hier ein bisschen. Ja. Ah, gut. Ah, das hier. Toll. Ui. 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 Ja. Da noch den grünen Balken. Nicht an den Augen verlieren. Gucken wir mal. Ach, Lieblingsfarbe fragen, ich weiß nicht, haben wir das? Ich weiß es nicht. Verschwörungstheorie drehen, Metall, nicht. Ja, Tiefhonig nochmal. Hast du das Baby bekommen? Ha. Nö, anbrüllen auch nicht. Wenn das irgendwie passen würde. Das wäre funny, wenn ein Scheiß sich einfach anbrüllt. Just out of nowhere. Ja gut, das hier kann ich dich auch nicht machen lassen, so. Bei dem, was du über Vampire gesehen hast, also ein Fladdy-Lausi.
Ja, vielleicht das hier noch auswählen, keine Ahnung. So. Und, diese Ironie, Bruder. Guck mal, bei ihr in der Sprechblase sind zwei Boxhandschuhe, bei mir ein Ring. LOL! Ich dachte, das hier wäre dein Char, so das kenne ich nur von da. Also Penny, du hast da, also Penny und Andy, habt die falsch nicht. Also EA, das ist genau andersrum. Bitte ändern, dankeschön. Aber hey, also war ein cooler Kuss. Nicht verkehrter Kuss vielleicht. Also was macht ihr gerade? Aber ich denke, das wird kein Problem sein bei euch beiden. Du scheinst dich gut zu amüsieren. Ja, Wakes ist sich immer gut am amüsieren hier, der Boy. Ab mit Flatty los auf andere Art und Weise. Oder mit Benny. Ah ja, mag die Farbe weiß nicht, alles klar. Ja. Ja. Ich will nichts sagen, aber meine Klamotten sind in der Farbe. Ja. Alles klar. Trägt sie nicht auch hier ein weißes Oberteil oder ist das grau? Nee, das ist weiß. Ah, okay. Ja, Penny, ich werde deine Entscheidung nicht hinterfragen, aber ja. Ja. Hände küssen, hatten wir das schon? Nee, ne? Rocker und Basics mag sie. Also Basic und Rocker würde ich jetzt nicht dazu sagen, aber okay. Lustig mit dir, ich verbringe wirklich keine Zeit mit dir und hoffe, dass es dir genauso geht. Ja, das ist deine Call mit neuem Persönlichkeitsmerkmal. Andreas fühlt sich in letzter Zeit wie ein Experte im Flirten. Vielleicht ist er im Herzen ein richtiger Romantiker. Verbindung, Veränderung annehmen. Romantisch. Yes, no. Ja, nein. Boah. Schwierig. Na, könntest du jetzt voll verlieren? Nee. Okay. Aber wir wissen halt nie, was dann wegkommt. Aber wir könnten, falls es was zum Ändern gibt, könnte man hier mit Punkten, wenn wir genug aufgespart haben, für 5000, glaube ich, kann man die Merkmale erneuern. Ja, nee, ja genau, 5 oder 4000, wo waren das? Hier, 5000, damit kann man alle Merkmale zurücksetzen für alle, die wissen wollen oder auch für dich, falls du mal was ändern willst. Mhm. Aber das gilt natürlich immer zu verdienen, auch wenn ich sagen muss, wir sind, was das angeht, auch auf einem super Weg. Ich meine, so viele Parts gibt es ja auch noch gar nicht. Aber wir sind hier schon, der ist bei Stufe 2 oder 3, der Boy. Und der andere Boy ja auch. Genauso ist es. Stufe 2 fast abschließen. Das könnte er sogar abschließen. Wenn wir uns da ein bisschen dran setzen, kein Problem. Und meiner, ach so, ja, der ist auf Stufe 1, aber das ist kein Problem. Soll Bücher schreiben, kein Ding. Hat der nicht eins geschrieben? Der hat eins im Inventar? Hm, merkwürdig. Na, gut, kann er ja machen. Das hier ist ja auch alles kein Problem. Genauso wie halt auch die nächsten Ziele, das würde alles kein Problem sein. Müssen wir uns ein bisschen auch ransetzen, dass wir hier mehr Points machen, aber es geht. Oh, Karos mal am Level, nice. Nice, nice, nice. So. Dann. Was wir vielleicht mal machen auch. Wobei der grüne Balken natürlich auch nicht vergessen werden darf, nach wie vor. So. Ah, shit, schade, dass ihr Mann nicht aus von Juniper. Sonst könnte ich ihn anrufen. Vielleicht hätte ich ihn doch nicht umboxen sollen. Vielleicht war es doch nicht so gut gewesen, außer ich gehe zu Juniper mal nach Hause im nächsten Part und so und dann. Hey, ich wollte mir mal einfach deine Wohnung anschauen, so ganz ohne Hintergedanken und so. Einfach so ganz normal und so. Einen Traum dir anzunehmen. Nee, das lassen wir lieber. Ich will dann. Ein nächstes Gespräch. Oh, bald ja Verabredung leider vorbei. Das ist schon schade. Läuft hier gerade echt alles so perfekt. Jetzt nur noch. Ja, echt guten Progress gemacht bei ihr. Muss man schon sagen. Kann man nicht anders machen. So. Ich meine einfach die ganze Zeit den Buch hier am Erkunden ist mit Juniper. Seid ihr hier guter Por gesammelt. Und Vampiren schwärmen, damit das noch einfach aus, ja, weil es so
gut geklappt hat mit Andy und dem einen Vampir da, also das, kann man nicht anders sagen. Ja doch, überrumpelt das Plaudern ist auch gut. So. Wie sieht das bei dir aus? Dir ist kalt, der ist mir doch egal. Geh rein in den Busch mit Juniper, dann ist hier warm, los. Weil ihr auch so viel anderes macht. So, rein da. Dürft nicht raus. Oh ja. Oh ja. Das ist auch. Ui. Meine Lau und die beiden laufen einfach hier durch jetzt. Ja, EA, das ist sehr realistisch. Ich will What the fuck, ey. Juniper einfach in an die Hängern bleiben. Also sehr realistisch. Ja, shit, die Verabredung geht zu Ende. Wäre gern noch ein bisschen mehr drin gewesen, aber ich denke, das hat so gut funktioniert. Ja, Secret ausplaudern, nö. Angst vor Vampiren zugeben, wahrscheinlich. Der hat keine Angst, der Boy. Das ist ein Fremdwort für den. Massage anbieten, ne? Das ist alles romantisch? Okay. Ja. Right. Wusste ich gar nicht mehr. Ja, wir haben ja keine Massagebank und so. Sonst würde ich den Sensenmann gerne, wenn er irgendwann kommt, mal massieren. Nicht Spaß. Dramatische Geschichte erzählen, das kann er gut. Und tiefgründig kannst du auch noch machen. Dann passt das doch ganz gut, oder? Nach der Vielen Dank für Verabredung die. kann er reinhauen. Ja. Vielen Dank für. Sind gute Freunde geworden und vielen Dank für die tolle Verabredung, sagt sie. Bis bald. Yes, wir haben es gerockt. Yes, so muss das mit den Boys. Aber gut, hat man von den beiden Boys was anderes erwartet? Natürlich rocken die das, ich meine. Viel außer Frage. Perfekt. Hey, der Balken ist was voll, ja. Romantik und Freundschaft ist auch, aber 75% würde ich mal sagen, das ist auch eine gute Sache hier. Der kann auch reinhauen, hast du gesagt. Ja, Bruder, der hat langsam Hunger, Bedürfnisse sprechen halt für sich. Ich soll es nicht Aber abbrechen, lass oder? das noch fertig machen. Okay. Ja, hatte ich zuvor. Ja, ich hab's ja nicht abgebrochen und du kannst mal kurz aufhören damit. Du kannst dann auch mal nach Hause gehen, ihr habt genug den Busch dann erkundet. So, das kannst du auch machen. Wobei eigentlich, weißt du was? Die Romantik ist ja voll. So, du kannst dann auch mal reinhauen hier. Also geht nicht. Egal, hau mal rein. Das machen wir dann im nächsten Part weiter. Wenn du dich mal ihre Wohnung anschauen willst. Neues Persönlichkeitsmerkmal. Sascha liebt es, sich in freier Natur aufzuhalten. Ich weiß gar nicht, wie er darauf kommt. Die frische Luft und die Aufregung haben seine Abenteuerlust geweckt. Abenteuerlustig. Na gut, das passt nicht ganz. Das passt nicht ganz. Teilweise ja, teilweise nein. Tschüss, Juniper, haust da rein. Und, ja. Aber wenn sie stinken will, hätte ich eigentlich den Busch bestäuben können. Boah. Na gut, schicken wir die Jungs mal nach Hause. Es war noch super. Doppelte Verabredung. Oder so, oder was auch immer. Whatever. Das war doch gut gelungen, aber jetzt natürlich ein bisschen um die Bedürfnisse wieder kümmern. Wird mal wieder Zeit. Ist ja auch inzwischen Abend geworden, oder? Meine ich. Oh. Ich meine, da wäre der Sonnenuntergang gewesen. Oder ein bisschen dunkler geworden, der Himmel. Der Horizon. Ah, Horizon ist auch so ein Wort, so hört sich das an als Himmel, so. Horizon, das hat was, hat was. Himmel hört sich ja, so. Ja, da hört sich ja Sky noch besser. Auch wenn, ja. Ah, Horizon ist einfach schon ein besserer Name dafür, für die ganze Scheiße. Na gut, jetzt gehen wir eh zurück. Magnolia Promenade. Einkaufswelt. Aber im Geschäft waren wir, oder? Waren wir hier im Let's Play im Geschäft gewesen? Ja, ne? Mit Janelle, glaube ich, im Mai. Hat meiner, glaube ich, Kisten mitgenommen. Also sich ausgeborgt, natürlich.
Ich glaube, so war es gewesen, oder? Ich glaube, so war es gewesen, eine vergangene Part. Da kann man, glaube ich, nichts klauen. Nur der Promenade. Ist schade, vor allem, wo wir jetzt zwei schelmische Leute haben. Sonst ja mal einen schelmischen Boy. Ist schon doppelt schade, aber gut, was willst du machen, ey? Ja, ist vielleicht auch besser so. Dass wir keinen Ladendiebstahl begehen. Das ist schon vielleicht eine gute Sache irgendwo. Ah, jetzt ist die Frage, was ist im Spiel? So. Du darfst auf jeden Fall auf Klo gehen, während Andi am Fernsehen ist. TV-Klassiker ansehen. Ah, dem geht's gut. Bis auf das mit der. Aber ich kann ihm die Winterkleidung anziehen, oder? Wieso, der ist da in der Wohnung? Ja, dem ist trotzdem kalt. Hier. Bisschen kühl. Na gut, dann soll ich ihn weiter Dingsen schicken, Schelm und programmieren. Ja. In der Reihenfolge, da gut, dann machen wir so. Wobei erst so, dann hier ran und dann programmieren, Also oder? erstmal Schelm für bis Stufe 5. Und dann programmieren. Okay. Du meinst dann Schach spielen und dann programmieren? Ja. Okay. Gut, machen wir so, aber ich glaube, ich lasse es erstmal so, wie es ist aktuell, weil wir wissen ja nicht, wie geht's dann einem Schaf, wenn wir das gemacht haben. Müssen wir nur gucken, was im nächsten Part an deiner vielleicht hier ein bisschen. Wobei, der kann ja hier ruhig hasseln, wenn meiner weg ist. Das hat ja auch gut geklappt bei der Verabredung mit Janae. Das ist ja auch kein Ding. Nee, du gehst nicht duschen, du machst erst was zu essen, weil ich habe da einen Plan, Kumpel. Ob das klappt, so was ich mir vorgenommen habe diesbezüglich. Schauen wir mal, was habe ich im Inventar bitte? Hygiene und Schlafen. Okay, Schlaf ist aber noch im grünen Bereich. Heute sind solche einige Dinge passiert, die du auf Sozialhose posten kannst. Oh, Teile gefunden. Stimmt, ich habe ja den PC repariert. Also ich hätte ja draufgehauen auf das Teil, aber ja, mein Chat hatte da andere Gedanken gehabt und ist gut, dass er nicht draufgehauen hat. Das ist, denke ich mal, eine gute Sache. Schreiben. Du machst dann, habe ich nachdenklich ausgewählt? Ja, gut. Dann mach. Du einmal hier mit dem Buch schreiben, weil das geht ja nicht, dass das so lange dauert. Du hast dich amüsiert, ja. Was heißt amüsiert, aber naja, was er sich darunter versteht. Sozialphase, nee. Wobei, wir können mal nachgucken, was das so ist mit dem Posten und so. Können wir kurz reinschauen. Dass er das vielleicht auch während des Essen mal macht, dass wir das aufmachen hier. Ah, können wir jetzt? Okay, können wir direkt öffnen. Ein Lama und ein Zwerg gehen in eine Bar. Moment mal, Sascha, wie war das nochmal? Warum klaut sie das von Jade? Warum klaut sie das von Jade? Followerzahl hat sich um 0 verändert. Meinen Händen sollte er auf den Kampf, okay. Jade ist immer vorhin da. Hallo, wunderschön zu Hause, ich bin wieder da. Das ist doch so locker von dir, das erste oder das zweite. ja. Gibt's hier. Ach so, nee, neuer Post war es, ja, stimmt ja. Ja, Post. So. Über Reise posten. Nee. Ah, krass, dass ich da nicht romantisch eingehen kann. Ein ganz grober Fehler hat uns verlassen. Erfinder der beliebten Auto. Beleibten Autokorrektur gestohlen. Verstehe ich nicht. Ehrlich, ich rocke auf jeden Fall. Was geht, was geht? Style ist fantastisch, Teil mir macht. Bin froh, mit dir befreundet zu sein. Ja, schön für dich oder so? I don't know. Was weiß ich? Jade. Wusste auch nicht, dass wir befreundet sind, um ehrlich zu sein. Ist mir neu. So, ah, gut, genug davon. Der ist fleißig Schelm am Trainieren. Er verspielt die Stimmung, wäre was, aber ja. Das wäre auch nicht unbedingt empfehlenswert. Och nö. Schon wieder irgendwelche Nachbarn. Ja, Penny diesmal. Ey, die will dich doch. Die will dich doch locker nur damit anlocken. Ja, locker. Locker, locker. Oh. Soll ich deinen rüber schicken oder meinen? Ist beinahe, als würde jemand sein Leben kontrollieren. Wird Sascha seine Träume letztendlich nicht verwirklichen können oder wird derjenige sein Leben kontrolliert verhindern, dass seine Wünsche wahr werden? Junge, deine Wünsche sind egal, es geht hier um meine Wünsche. Ja, dann schick meinen rüber. Gegen Türtrommel? Okay. Gut, dann machen wir das so. Klingtür trommeln.
Was du bitte schreiben. Und hoffe, du kriegst das hin. Aber wir meinen das einfach nicht, juckt wie in Real Life, Alter. Ja, toll, jetzt kann ich nicht schreiben wegen ihr. Also uncool. Dann schreibe ich Candy vielleicht ein Dings mehr. Und zocke was wie in Real Life. In Real Life muss ich zocken. Spaß. Da war denn diese Flasche da? Ich hatte geredet dort, ey. Mit dem Rakes. Den Rakes kennt man, aber die Flasche, die da am Reden ist, die ganze Zeit, die kenne ich gar nicht. Wie er erstmal gegen die Tür trammelt, dann so, oh, Penny, die macht mich ganz horny und da liegen wir. Ja, Penny, räum doch mal den Müll weg. Wütend über Lärm beschweren oder soll ich das wegmachen? Lass ruhig. Okay. Nein, nein, nicht auswählen, nicht auswählen. Also, was Scheiß wäre? drauf, die hat ja aufgehört damit. Also lädst du sie jetzt in deinem Bett ein, oder? Nee. Nicht. Bruder, du bist viel zu schnell. Okay. Und Ja. jetzt achte auf den grünen Balken. Okay. Und hör auf, den pinken Balken hochzumachen. Ja, Bruder, der grüne Balken ist schon so hoch, dass du sie bitten kannst, sich bei uns einzunisten. Ist Mr. mir Grüner egal. Balken. Aber wobei, du kannst sie nach dem Tag fragen. Ist funny. Wenn das alles vorbei ist, kann der. Obwohl. Ne, lass den die zwei Sachen machen, dann schickt den auf Pott. Oder die drei Sachen. Ja, tja, du sollst die Dusche nicht dreckig machen, du sollst duschen, Mr. Hörni. Beeil dich mal, hallo, tja. Mach mal hin, da müssen auch noch Leute aufs Klo gehen. Ich weiß, normalerweise interessiert uns das nicht, aber ja, ist ein bisschen anders. Weißt du was? Kannst du mal wegmachen, ist okay. Weil war ja eh nur zum Dings boosten. Was wird so laut? Ey, können unsere Nachbarn mal aufhören damit? Aber du kannst jetzt hier den Tag verschönern, das ist eine gute Sache. Schicken wir den danach mal auf den Pott und dann Und dann kann er Sotodoms. weitermachen gehen. Ah, ne. Bad, oder? Dann lass dir eine Kleinigkeit essen und dann schickst du den Pen, damit er nicht extra aufsteht fürs Essen. Okay. Machen wir so. Machen wir so, machen wir so. Du fleißig am Schreiben bist, dann. Oh, warte mal. Zocken kannst du später, Kumpel. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich erfülle dir damit keinen Gefallen. Ist egal. Ja, er ignoriert's wie ich in Real Life. Schlafen, scheiß drauf, erstmal eine Runde zocken. So wie in Real Life. Wo ist der Typ? Aha. Okay. Dann, ja. Ah, unser Klo ist kaputt oder wie? Jo. Soll er Dann. das reparieren? Okay. Ja, wer hat das kaputt gemacht? Mit deiner war ja noch nie auf Klo anscheinend. Warum geht der immer in mein Bett essen? What the hell? Kann ich jetzt schlafen? Gut. Danke, Penny. Schön, dass du aufgehört hast. Mit Andy herlocken, also. Merk schon, die Frau, also sie hätte ja auch einfach fragen können, also. Als ob er Nein gesagt hätte nach der Verabredung. Gut, jetzt werkelt er hier und Penny lädt sich selber bei uns ein. Aber ist okay, solange mich nicht aufwächst, alles cool, Penny. Ich weiß nicht, wie Andi das sieht, wenn du ihn wächst, aber mich bitte nicht aufwecken. Genau, dann kann er das benutzen und aufwischen. Aufwischen, okay. Und dann kann der essen und schlafen. Gut. Ja, das machen wir so. Aber wie lange hält bitte der Gartensalat? Ja, Penny ist auch drauf, der ist einfach hier ein Dings hier im Stinkemüll einfach im Haus vor. Sie weiß Bescheid. Sie weiß Bescheid. Das könnte mein Chow sein. Einfach den Müll nicht im Haus abladen, sondern im Flur. Und wo zur Hölle geht der hin? What the hell?
weiß Bescheid. Einfach mit Mikro auf der Parkbank sitzen, um ihn da zu essen. Ist ja nicht so, als hätten wir ein Sofa da oben, aber gut. Vielleicht will er auch ein bisschen im Mikro plaudern. Wer weiß. Die sind drauf, die Boys. Ja, tschüss, Penny. Andi, du kannst nach oben gehen, sie ist weg. Ah, hat er gehört, gut. Passt das. Ja gut, dann würde ich sagen, passendes Ende. Wir sehen uns beim nächsten Part wieder, Leute. Ciao, Leute.